Rolle des deutschen Imperialismus zu sagen. Und weil das eine sehr klare Verantwortung ist, die Deutschland hat, dafür die Ukraine zu einem Anti-Russland aufzubauen und die Faschisten zu unterstützen und aufzubauen, werde ich diesen Beitrag auch in Form einer Anklage vortragen. Liebe Freundinnen und Freunde, Deutschland ist zu groß, um Weltpolitik nur von der Außenlinie zu kommentieren. Ja, das habe nicht ich gesagt, sondern ihr denkt es euch vielleicht, das sagte Frank-Walter Steinmeier in seiner Rede am 1. Februar 2014 auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Deutschland ist zu groß, um Weltpolitik nur von der Außenlinie zu kommentieren. Damals noch in der Funktion als deutscher Außenminister ließ er sich ein paar Tage später gemeinsam mit Vitali Klitschko, Arseniy Yatsenyuk und Oleg Tjaktyebok ablichten. Die Zusammenarbeit mit Putschisten und Faschisten in der Ukraine wurde ganz offen betrieben. Die Konrad-Adenauer-Stiftung baute die Klitschko-Partei finanziell auf und suchte Jahre vor dem NATO-Maidan-Putsch 2014 bereits intensiven Kontakt zu der antisemitischen, russenhassenden Nazi-Partei Svoboda von Tjaktyebok. Die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, organisierte vor dem gewaltsamen Staatsstreich noch Studienreisen für Svoboda-Faschisten nach Deutschland. Victoria Nuland, ehemalige Assistant Secretary of State, hat ganz offen zugegeben, dass die USA 5 Milliarden Dollar dafür ausgegeben hatten, seit 1991 antirussische Kräfte in der Ukraine gezielt aufzubauen. Hollande und Merkel haben offen erklärt, dass sie die Minsk-Abkommen abgeschlossen haben, nur um Zeit zu gewinnen, um die Ukraine aufzurüsten und kriegsfähig zu machen. Ging und geht es für den deutschen Imperialismus vorrangig darum, seinen europäischen Hinterhof abzusichern, Stichwort EU-Assoziierungsabkommen, ging es den USA primär darum, eine eurasische Achse zu zerschneiden, Stichwort Nord Stream 2. Im Ganzen geht es der NATO darum, Russland als potenziellen Gegner ihrer Handelsordnung auszuschalten. Sprach Steinmeier 2014 noch etwas vorsichtig darüber, Weltpolitik nicht von der Außenlinie zu kommentieren, wurde nach 2022 aller Schleier abgeworfen. Ruinierung Russlands und Kriegsbefähigung für einen großen Krieg gegen Russland in den nächsten 5 Jahren, das sprechen die Minister der Bundesregierung offen aus. Eifernder Militarismus und ekelhaft rassistische Hetze gegen Russen sind völlig alltäglicher Bestandteil politischer und journalistischer Kommunikation geworden. Wer die Geschichte nach 1990 verfolgt hat, die NATO-Osterweiterung, die Unterstützung nationalistischer, antirussischer Kräfte in Osteuropa und die aktiven Putschversuche in der Ukraine seit spätestens 2004 wahrgenommen hat, für den ist der aktiv ausgebrochene Krieg der NATO gegen Russland keine Überraschung. Wir sollen allerdings im Glauben gelassen werden, die Geschichte vor dem 24. Februar 2022 existiere nicht. Und dazu gehört eben explizit auch das Vergessenmachen des Massakers in Odessa. Noch direkt nach dem 2. Mai 2014 bezeichneten deutsche Medien das Massaker von Odessa als eine Konfrontation zwischen gewaltbereiten pro-ukrainischen und pro-russischen Fanatikern, beziehungsweise betrachteten den Brandangriff lediglich als eine Verkettung unglücklicher Umstände, aber nicht als absichtliche Handlung. Die Bundesregierung hat sich bis heute weder öffentlich zu den Ereignissen geäußert, noch das Pogrom verurteilt. Und das, obwohl selbst sowohl der Europarat als auch die Vereinten Nationen die kaum stattgefundenen Ermittlungen in Kiew scharf kritisiert hatten und den ukrainischen Behörden ein vernichtendes Urteil ausstellten. Die Rolle des Faschismus in der Ukraine
wird von deutschen Medien und Politikern relativiert. Und das nicht ohne Grund. Der Faschismus, der vom Westen in der Ukraine aufgebaut wurde, ist notwendig, um die Ukraine gegen den Willen eines großen Teils ihrer Bevölkerung mit aller Gewalt zu einem Anti-Russland zu machen. Die Ukraine musste der Rambock gegen Russland werden, von dem deutsche und US-Strategen seit Jahrzehnten träumen. Dafür stehen die ukrainischen Faschisten mit ihrem Namen. Wir sehen das gleiche Bild heute übrigens in Palästina. Deutschland kommt für 30% aller Waffenlieferungen nach Israel auf und unterstützt den faschistischen Völkermord an den Palästinensern. Die Bundesregierung steht vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Unterstützung für Völkermord auf der Anklagebank. Der Aufbau und die Unterstützung faschistischer Kräfte zur Durchsetzung ihrer imperialistischen Interessen zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der NATO. Das Massaker von Odessa und der Völkermord in Palästina sind nur ihre jüngsten Erscheinungen. Die politischen Verantwortlichen hinter dem Massaker in Odessa sitzen in Berlin, Brüssel und Washington. Die Kriegsverbrecher des Westens vor Gericht. Stoppt den Krieg gegen Russland. Deutschland raus aus der NATO. Vielen Dank, Max. Und